Hallo Freunde, hier ist Miguel Lito mit Wildkamera im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Eizeker IG600 habe ich jetzt gut ein Jahr lang. Habe sehr gute Erfahrungen mit dieser Kamera gemacht und jetzt hat Eizeker ein Nachfolgemodell bzw. ein Update gebracht. Natürlich gehören dazu hin auch weiterhin die besonderen Eigenschaften einer Dual-Linsen-Kamera. Was das heißt, schauen wir uns gleich noch an. Und so wie es ihr von mir gewohnt seid, geht es mir hier nicht um eine Technikschlacht, euch mit technischen Daten zu erschlagen. Das könnt ihr letztlich selber tun, euch die Daten einsehen. Nein, mir geht es jetzt hier darum, die Referenzaufnahmen zu zeigen, also echte Aufnahmen, die ich mit diesem Wildkameramodell bei mir im Garten oder aber eben im Revier draußen mit Wildtieren gemacht habe. Und so könnt ihr euch selber einen Eindruck verschaffen, was kann die Kamera leisten und wie kommt das letztlich wirksam vorm Betrachter an. Es ist mir aber auch wichtig, euch die besonderen Merkmale dieses speziellen Wildkameramodells vorzustellen. Und genau auf diese Besonderheiten ziele ich gleich ab und werde sie euch vorstellen und das ein bisschen griffig anhand der Referenzaufnahmen zeigen. Diesmal will ich gar nicht so viele Worte verwenden, sondern die Eizeker soll mal selber sprechen und zeigen mit den Referenzaufnahmen, was sie leisten kann. Und so könnt ihr euch wie gehabt einen eigenen Eindruck verschaffen und entscheiden, ob das die richtige Kamera für euch ist. Die richtige Kamera für sich zu finden, ist tatsächlich nicht leicht. Und das liegt nicht nur daran, dass man sich nicht allein auf die technischen Angaben der Hersteller verlassen kann. Denn es gibt schon allein den Aspekt, dass man selber wissen muss, welchen Anwendungsfall hat man, welche Prioritäten setzt man, was für ein Budget hat man. Und so gibt es viele, viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Und in der Regel, wenn man mit dem Hobby beginnt, weiß man noch gar nicht, wie man durch den Dschungel durchkriechen soll. Mit der Eizeker IG600 kann ich allerdings sagen, ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist passend. Ich möchte die Kamera durchaus sogar als Allrounder-Modell bezeichnen. Was heißt das? Das ist eine Kamera, die aufgrund ihrer Eigenschaften doch für viele, viele Anwendungsfälle geeignet ist. Manche Kameras sind sehr speziell und verfügen über Eigenschaften, die das eben nicht zulassen. Und bei der IG600 ist man doch gut aufgestellt. Und wie man sehen kann, sind auch die Farben, der Kontrast, die Auflösung durchaus ansprechend. Die Kamera gehört nicht zur Top-Elite, aber bei der Preisregion eindeutig zu den Modellen, die man sehr ernst nehmen muss und auf dem Zettel haben sollte. Eine andere Besonderheit dieser IG600 ist, dass sie eine sogenannte automatische Videoverlängerung hat. Was heißt denn das? Ihr könnt im Menü der Kamera in der Regel einstellen, wie lange Videoaufnahmen, einzelne Sequenzen aufgenommen werden sollen. Wenn dann aber sich vor der Kamera ordentlich was abspielt, ein besonderes interessantes Ereignis sich abspielt, dann würde ja die Aufnahme nach der Voreinstellung enden. Wenn sich im Aufnahmebereich der Kamera die Bewegungssensoren hier feststellen, dass da ordentlich Action angesagt ist, dann verlängert die Kamera automatisch die Aufnahmezeit. Das heißt, solange sich vor der Kamera etwas abspielt, wird die Aufnahme verlängert. Aber ich sage es gleich vorweg, das hört sich ganz toll an, aber das bedeutet, dass die Bewegung, der Wärmeimpuls, der hier zum Auslösen führt, der durch die Sensoren festgestellt wird, diese Bewegung muss recht deutlich sein. Und ihr seht gleich bei meinen Referenzaufnahmen, wenn sich eben ein Tier eben nicht so deutlich bewegt, nicht einen ausgeprägten Bewegungsimpuls oder Wärmeimpuls abgibt, dann funktioniert das nicht. Aber wenn dann ordentlich was los ist, dann funktioniert das wunderbar. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Wirkung rüberkommt. Eine Videolänge von 20 Sekunden ist eingestellt und ich habe zudem die automatische Verlängerung eingestellt. Ja, die Kamera hat über die Bewegungssensoren diese zwei Rehe bzw. deren Wärmespursignatur wahrgenommen und die Aufnahme hat begonnen, sprich die 20 Sekunden Videoaufnahme beginnen. Aber jetzt! Die Kamera hat während der laufenden Aufnahme festgestellt, dass sich Bewegungsspuren weiter darstellen. Das heißt, diese im Aufnahmebereich befindlichen Rehe bringen einen Wärmeimpuls und die Kamera hat die automatische Videoverlängerung begonnen. Das ist letztlich eine der wirklich tollen Eigenschaften, die die IG600 mitbringt. Da kann man sich eine Menge ersparen, denn in der Regel sollte man kurze Videolängen wählen, um Speicherplatz auf der Speicherkarte zu schonen.
aber durch die automatische Verlängerung nimmt die Kamera eben dann weiter auf, wenn sich wirklich was abspielt. Die Besonderheit einer solchen Duallinsenkamera ist letztlich die Doppeloptik, die Duallinsen. Die haben nämlich die Eigenschaften, dass eine Optik dafür da ist, um Tageslichtaufnahmen zu machen, dort die Stärken für Tageslichtaufnahmen auszuspielen, und eine Optik, die für Aufnahmen bei Dunkelheit, bei Nachtaufnahmen entsprechend ausgerichtet ist. Da werden nämlich die Infrarotleuchten eingestellt, um die Dunkelheit zu erleuchten. Und dann werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit der Infrarotbeleuchtung gemacht. Das ist eben eine der Besonderheiten dieser Duallinsenkamera, der IG 600, dass sie eine Optik für Tagaufnahmen und eine für Nachtaufnahmen hat. Fundamentaler Vorteil ist der Entfall des Filterklackens, welches bei normalen Kameras durch Zu- und Wegschalten des Infrarotfilters auftreten würde. Der ambitionierte Betrachter wird feststellen, dass der Sichtwinkel der beiden Optiken zwischen Tages- und Nachtaufnahmen unterschiedlich ist. Das muss man bedenken. Bei Nachtaufnahmen schalten sich die Infrarotbeleuchtungen ja ein, das sind Infrarot-LEDs, und die emittieren dieses Infrarotlicht, eine spezielle Wellenlänge. Und weil bei Tage dieses Infrarotlicht störend ist, gibt es tagsüber normalerweise einen Infrarotfilter, der bei dem Sonnenlicht, beim Tag, eben dieses Infrarotlicht wegfiltert. Das ist eine der Besonderheiten einer solchen Duallinsenkamera. Die Verwendung einer Wildkamera oder auch in einer sogenannten Fotofalle bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Klassischerweise kann man eine solche Kamera einsetzen, um draußen Wildtiere zu entdecken, draußen im Revier. Aber auch schon im heimischen Garten bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, um zum Beispiel nachtaktive Tiere im Garten zu dokumentieren. Aber auch eine illegale Müllentsorgung könnte damit zum Beispiel aufgedeckt werden. Haustiere, Nutztiere lassen sich überwachen. Eine solche Kamera könnte natürlich auch klassischerweise für eine Überwachung eingesetzt werden. Das soll allerdings sorgsam überdacht sein, um nicht Persönlichkeitsrechte zu verletzen. So könnten Einbrecher oder Diebe aufgespürt werden, Vandalen enttarnt werden, Holzdiebe verfolgt werden. Ja, oder eine Baustellenüberwachung ist auch vorstellbar, Zeitungsdiebe zu erkennen, Grabschänder zu identifizieren. So auf Grundstücken lässt sich ganz klassisch das Eigentum überwachen, um zum Beispiel eine illegale Müllentsorgung aufzudecken, Pinkler festzustellen, Spritdiebe, ja, oder nächtliche Unruhestifter, die da regelmäßig auf sich aufmerksam machen. Aber natürlich auch völlig harmlose Zeitrafferaufnahmen lassen sich machen, um zum Beispiel das Pflanzenwachstum im heimischen Garten zu dokumentieren. Und somit will ich euch eine Möglichkeit offerieren, die ihr in Betracht ziehen solltet. Was müsst ihr tun, um eine solche Wildkamera zu gewinnen hier bei mir? Na, das ist ganz einfach. Schreibt in die Kommentare etwas Nettes, etwas Unterhaltsames. Vielleicht berichtet ihr davon, was ihr in diesem Jahr mit eurer Wildkamera erlebt habt oder vielleicht auch erleben möchtet, was ihr euch wünscht. Und verwendet dabei den Hashtag IG600. Dann weiß ich, dass ihr an der Verlosung dieser IG600 teilnehmen möchtet. Und nicht nur der Gewinner kann sich dann per Mail bei mir später melden, sondern wenn du Fragen hast, Anregungen hast, kannst du dich auch in 2024 gerne an mich wenden, per Mail, und Fragen oder Anregungen an mich direkt richten. Wenn du nämlich nicht unbedingt hier in den Kommentaren das öffentlich machen möchtest. Ansonsten, der Gewinner wird sich dann per Mail bei mir melden. Und wir können die Kontaktdaten austauschen, damit die neue IG 600 auf schnellstem Wege zu dir kommt, um dann so schnell es geht auch tolle Aufnahmen, Wildtierdokumentationen machen zu können. Und zum Abschluss möchte ich euch allen ein erfolgreiches Jahr 2024 wünschen, uns allen viel Gesundheit, das kann man in diesen Tagen durchaus gebrauchen, und vor allen Dingen eine friedlichere Welt.